Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Meru und wir machen heute ein Recap der Gamescom 2020. Wie ist das für euch? Habt ihr 2020 eigentlich Gamescom-Feeling gehabt am letzten Augustwochenende? Wahrscheinlich eher nicht. Denn die Messe hat ja nur virtuell stattgefunden und deswegen ist, glaube ich, bei den meisten Leuten da draußen nicht so richtig viel davon angekommen. Es gab ja die Opening Night Live, den Livestream im Internet, und dann gab es ganz, ganz viele zerfaserte Livestreams von verschiedenen Organisationen, von Anbietern und von Herstellern. Und das sollte dann so die Gamescom des nächsten Jahrzehnts werden, so ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ganz, ganz viele Leute, bei denen ist das nicht so richtig durchgekommen. Bei mir ist das ein bisschen was anderes, denn wie einige von euch wahrscheinlich wissen, war ich mit Jens in Köln, ganz normal, Gamescom-mäßig. Wir waren im Experian, das ist ein neues Erlebnis von Saturn. Die haben einen Markt umgebaut, so eine Art Dauermesse, wo Hersteller und Gaming-Publisher und so weiter einfach dauerhaft Messestände sozusagen haben. Und da kann man jeden Tag einfach hingehen und sich das angucken. Und wir haben 3 Tage Livestream von dort aus gemacht. Das war für mich schon richtig Gamescom-mäßig. Da waren auch Influencer, mit denen man quatschen konnte. Es waren Fans da, mit denen man quatschen konnte. Und das war für mich dann so ein bisschen ein Vorgeschmack für das, was zukünftig wahrscheinlich dann Gamescom wird. Ich habe euch noch ein paar Highlights mitgebracht. Wir gucken uns das jetzt mal an und vielleicht kriegen wir dann ja zusammen ein Gefühl dafür, was sich noch ein bisschen verbessern muss für die nächstjährige Gamescom. Jetzt hier bringe ich meinen Laptop auf den Schoß, weil mit dem Tablet hat es vorher nicht geklappt mit dem Chat, aber jetzt sehen wir den Chat hier. Chip und Chat sehen wir jetzt live. Ich verspreche es. Oh nein, bitte. Habt ihr den Typ im Hintergrund gesehen, der getanzt hat? Der ist mir das erste Mal jetzt aufgefallen. Ganz gut, aber wir gucken mal weiter. Du hast vorhin gesagt, dass du noch einen einzigen hast. Ja, den speichern wir jetzt auf, weißt du? 2 Kerzen, ne? Fragt die eine die andere, sag mal, ist Wasser eigentlich gefährlich? Sagt die andere, ja, davon kannst du ausgehen. Oh, verstehst du? Wie nennt man einen Keks, der unterm Baum liegt? Nein. Ein schattiges Plätzchen. Oh Mann. Wir haben ganz, ganz viel Feedback bekommen. Also zumindest von den ganzen Influencern, die hier waren und auch von den Talents und von den Gamern generell. Dass sich das hier wirklich anfühlt wie eine kleine Gamescom. Ja. Ich erinnere mich, dass die Gamescom für dich immer so ein zweischneidiges Schwert war. Ja, so fände ich, glaube ich, eine Gamescom cool, weil sie halt nicht so mega überfüllt, überladen ist. Ja. Weil das war ja teilweise schon fast Selbstmord. Ihr erinnert euch doch. Ich kann aber zu kurz mal erklären. Also es ist so, da durften an diesem Wochenende maximal 300 Personen rein gleichzeitig. Da war so ein Counter vorne am Eingang, ganz cool. Normalerweise dürfen da weit über 1000 rein. Das ist dann schon ein bisschen was anderes. Aber natürlich ist es nicht das gleiche wie bei der Gamescom, wo 350.000 Leute rumhängen. Insofern hat er schon recht. Das mit dem Messegelände, da mussten dann die seitlichen Türen aufgemacht werden. Die Wärter mussten dann immer so eine extra Route absperren, weil das alles viel zu voll war. Weil dieser Mittelgang sonst so überlief und dann ging die Tür auf und alles so... Das hat mich auch extrem genervt und das auch sehr viele... dieser Klassiker. In die Business Area oder in diese Creators Area, so wie die alle heißen, VIP-Partys und keine Ahnung, standen dann auch die 11-Jährigen auf einmal vor den Füßen. Hallo, kann ich ein Foto mit dir machen? Wo du denkst, wo kommst du eigentlich her, Alter? Das ist Business. Am besten noch mit so einem Gin Tonic in der Hand. Und das fand ich wirklich überhaupt nicht mehr geil. Und das was jetzt wieder ist, ist so ein bisschen ausgewählter, auch aufgrund der Situation hier aktuell, klar. Ja, klar. Ja. Aber die Herangehensweise ist halt deutlich besser, das im kleineren Rahmen zu machen, aber konzentriert auf die wesentlichen Dinge, Spiele und Technik, das, was zu einer Gamescom gehört. Ich muss aber auch sagen, was mir an diesem Sommer speziell, also E3, Gamescom und so, nicht so gefällt, was ich echt nicht so cool finde, ist dieses Zerfaserte. Ich kann mir nur zustimmen. Vor allen Dingen, was die E3 angeht, hattest du halt eine Woche lang alles konzentriert, so in einem, und dann konntest du rausfiltern, okay, das waren jetzt die Ansagen für dieses Jahr, die Sachen interessieren mich, den Rest finde ich so cool. Jetzt hast du so, dass seit April durchgehend, so gefühlt jede Woche, es heißt so, jetzt kommt gleich die krasse Enthüllung, wir teasen ein halbes Jahr COD an, um dann irgendwie so ein Story-Trailer zu zeigen und kein Gameplay. Das kann ich einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr sehen. So. Man hat es gestern gesehen, bei dem Gamescom ONL, Opening Night Live oder so, glaube ich, hat man gesehen, wenn du von all dem, was auf der Gamescom sonst passiert, dieses Drumherum, wenn du es wegnimmst und nur das zeigst, was da sonst laufen würde als Trailer auf einem Stand oder so, ist total belanglos. Es ist halt eigentlich total übersättigt. Das ist jetzt die Kernaussage. Es ist völlig übersättigt. Und deswegen ist das ja hier, dieses Wesentliche, genau das Richtige, um wieder den Kern zu finden, was das überhaupt alles bedeutet und ausmacht. Ja. Das hast du auf der Gamescom überhaupt nicht mehr sehen können.
Also ich hoffe, du kannst uns heute ein bisschen mehr über Indie-Games erzählen. Ja, also das Ding ist halt, da die Gamescom ja nur noch digital stattfindet, haben vor allem kleine Entwickler natürlich nicht die Möglichkeit, ihre Fans zu treffen und ihre neuen Spiele zu zeigen. Aber die Indie Arena Booth, das war 2019 der Stand, der zum besten Stand der Gamescom gewählt wurde, den gibt es jetzt einfach digital online im Internet. Und das zeige ich euch nachher. Man kann da wirklich auch rumrennen so. Ich habe die Vanetita getroffen, beziehungsweise, naja, getroffen ist zu viel gesagt. Ich habe sie per Discord interviewt, das haben wir, das wollte ich immer schon mal sagen, das Interview haben wir vor der Sendung aufgenommen. Also, Einsatz. Die Indie Arena Booth ja. ist der weltweit größte Gemeinschaftsstand für Indie-Entwickler und Indie-Entwicklerinnen. Wir bieten Indie-Entwicklerinnen und Indie-Entwicklern. Ich muss noch mal kurz sagen, ich bin enorm stolz auf dieses crisp schöne Kamerabild von mir in diesem Interview, weil da war eine richtig coole Sony-Kamera als Webcam installiert. Das sah richtig, 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 richtig gut aus. Tat mir für sie ein bisschen leid, weil sie hatte irgendwie so ihre Laptop-Kamera. Aber schöne Grüße an Valentina. Die müssen wir auch nochmal hierher einladen. Dann reden wir mal, wie das alles so funktioniert, wie man so ein Event, glaube ich, organisiert. Weil das haben wir da jetzt noch nicht so richtig besprechen können. Bezahlbaren Ausstellungsfläche auf Messen. Also wir sind auf der Gamescom und wir sind auch auf der Dreamhack und auch auf manchen anderen Messen auf der Mac waren wir. Es ist alles kuratiert, muss man dazu sagen. Also man kann sich nicht einfach so bewerben, aber man wird dann ausgewählt von einer großen internationalen Jury. Jetzt ist ja 2020, wie gesagt, keine physische Gamescom da. Hat euch das im ersten Moment, also wie hart hat euch das getroffen im ersten Moment, als ihr das erfahren habt? Schon sehr. Also im ersten Moment war es so, ja, was machen wir denn jetzt? Es war ja auch lange nicht klar, ob die Gamescom ausfällt oder nicht. Die hatten sich das ja auch ein bisschen offen gelassen, bis dann die Bundesregierung irgendwann gesagt hat, nee, Großveranstaltung machen wir nicht. Und wir hatten davor dann schon langsam überlegt, okay, wir brauchen auch einen Plan B. Was ist denn, wenn die Gamescom nicht ist und was können wir für die Indies machen? Also wir haben in 4 Monaten, muss man dazu sagen, war ein Teufelsritt, haben wir ein Online-Multiplayer-Browser-Game entwickelt. Und da muss man sich anmelden, ganz normal, und dann kann man in dieser virtuellen Messe rumlaufen. Also zuerst mal hat man natürlich einen Charaktereditor, wie sich das für ein normales Game gehört. Na klar. Ja. Ich habe jetzt hier schon was randomisen lassen. Wollt ihr das so behalten lassen? Ja, unbedingt. Der sieht super aus. Okay, sehr gut. Nee, beziehungsweise ich mach noch mal. Ich will ja diesen Kopf hier, den finde ich geil. Was? Nein. Oh. Nee? Ich finde, wir machen geflügeltes Toast. Was sagt ihr dazu? Okay, ja, das okay, das ist fein. Alles klar. Ja. Ich finde die Idee einfach so cool, weißt du? Ein Spiel zu machen für eine Messe. Wir können ja schon mal in die Zukunft gucken, 2021. Wir drücken alle die Daumen. Wahrscheinlich wird die Gamescom dann wieder stattfinden, das hoffen wir zumindest alle. Okay. Gibt es denn jetzt schon Sachen, die ihr jetzt schon erkannt habt, die ihr dann auf jeden Fall so weitermachen wollt oder mitnehmen wollt in quasi die neue Ära der Gamescom? Also was ihr jetzt schon gelernt habt? Ich will das alles mitnehmen. Es ist so gut, was wir machen. Ja. Also so super und es ist so ein gutes Add-on für alle physischen Messen. Super krass. Auf jeden Fall will ich das weiterhin machen. Das heißt, ihr wolltet dann am liebsten das dann parallel machen. Also einerseits dann digital, online, dieses Game zum Rumlaufen drin und dann parallel auch noch die physische Gamescom. Wow. Ja. Das klingt nach viel Arbeit. Das ist natürlich auch komplett wahnsinnig, aber ich fände es richtig gut. Ja, ich auch. Ich finde halt, das ist ganz interessant, dass man jetzt schon merkt, dass so ein paar Sachen, auf die man verzichten musste, dazu führen, dass es neue Ideen entstehen, die im nächsten Jahr bei der Gamescom vielleicht zur Bereicherung werden. Also wie jetzt zum Beispiel diese Online-in-die-Arena-Booth, die jetzt dann auch parallel weiterhin stattfinden wird. Also insofern ist ja nicht alles schlecht, was ausgefallen ist und jetzt neu erfunden wurde und so weiter und so fort. Naja. Ja. Cool. Dann kann man, wenn man nämlich nicht zur Gamescom gehen kann, manche Leute, also ist doch astrein. Das stimmt. Super gut. Wir gucken uns heute tatsächlich was ganz Neues an, ein Spiel, was noch nicht raus ist. Und zwar geht es um Iron Harvest 1920 Plus. Genau. Das ist ein RTS und zwar so ein bisschen für Classics-Fans, kann man sagen, so ein bisschen oldschoolig. Ja, ein bisschen, ja. Aber mit einem neuen Touch. Sehr interessantes Setting, wie ich finde. Sieht man auch nicht alle Tage. Als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, ey, das kennst du doch irgendwoher. Ja. Und dann fiel mir ein, das sind Gemälde ursprünglich von Jakub Rozalski, Maler. Sehr genau, ja. Ja, die habe ich im Internet gesehen und ihr habt daraus ein Spiel gemacht. Genau, das war ungefähr 2014 so, da waren die ziemlich trendy, dem seine Bilder. Und der hat halt generell diese Landschaften aus Polen eben gemalt, ganz viel Feldarbeit und die Leute sind da eben da. Aber im Hintergrund waren dann die riesigen Mechs und das hat er sich mehr oder weniger so einfallen lassen. Mhm. Dann ganz früher kamen mal Leute auf die Idee, da ein Brettspiel draus zu machen und dann
jetzt kamen die Leute von King Art, also ein Bremer Studio, die gesagt haben, lass uns mal ein Strategiespiel draus machen und das haben wir jetzt hier. Denn, wie gesagt, alternativer Erster Weltkrieg, anstatt Panzer haben wir diese dicken Mechs, die da unterwegs sind. Auf die bin ich sehr gespannt. So, das Spiel ist Cover-based, das heißt, du kannst dich hinter allem verstecken. Ja. Ich bin ganz froh, dass die Regie da im Experian immer meistens seinen Bildschirm reingestellt hat, weil ich natürlich, wir haben gegen zwei Entwickler aus Bremen gespielt, die per Online dazugeschaltet waren, die hätten uns natürlich mit Links platt gemacht und ich habe mich relativ doof angestellt, weil ich nämlich auf einem Ohr hatte ich irgendwie die Regie, die mich zugequatscht hat, auf dem anderen habe ich ihm zugehört und dann musste ich mich konzentrieren, ein Spiel zu spielen, das ich noch nie im Leben vorher gezockt habe. Aber ich habe es jetzt danach nochmal gespielt, das ist echt richtig cool. Eine RTS mit einer richtig coolen Kampagne, also kann ich wirklich empfehlen. Und ich fand es auch gut, dass wir auch die Chance hatten, Spiele zu zeigen, während der Gamescom, die halt neu waren, die noch nicht raus waren. Genau wie Dirt 5 zum Beispiel haben wir auch noch schon zeigen können in diesem Livestream. Und das, finde ich, macht auch die Gamescom aus, dass man halt neue Spiele auch wirklich zeigen kann und vorstellen kann. Und das ist ja leider größtenteils dann doch ein bisschen zu kurz gekommen. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir das machen konnten mit dem Tobi. Und dass du musst dich sogar hinter allem verstecken, um nicht eben direkt zerschossen zu werden. Ja. Und wenn dann aber der Mac kommt, dann ist das fast egal, denn der kann überall durchlaufen. Ja. Jetzt habe ich einen altbekannten Gast, den ich schon öfter begrüßen durfte, mit dabei, Mooba. Schön, dass du heute da bist. Wir haben hier eine neue Siemens-Waschmaschine. Das muss ich nochmal erklären. Vielleicht, viele kennen ihn ja auch gar nicht. Also Dennis, mit dem haben wir zusammen da moderiert. Dennis Gehlen, der ist im E-Sports, ist der halt super bekannt in Deutschland. Da hat mit TakeTV halt seine eigene Produktionsfirma gegründet, die halt E-Sports-Events machen. Auch im Experian halt zum Beispiel Live-Übertragungen von richtigen Turnieren leitet. Und ist natürlich praktisch, dass er solche Leute kennt wie Mo, den FIFA-Weltmeister. Übrigens hat der da sich auf der PlayStation eingeloggt und ist dann abgehauen. Ich habe dann überlegt, ob ich mich kurz friende mit meinem Account, aber ich habe mich nicht getraut. Ich bin dann doch wieder weggegangen. Ich hätte vielleicht auch irgendwelche Sachen kaufen können mit seinem Account. Also Mo, wenn du das anguckst, immer ausloggen, weißt du ja, ne? Pass mal auf, wir haben eine Idee. Wir wollen gerne auch mehr im Gaming machen. Wir sind jetzt nicht der perfekte Fit, weil wir ein Pad sind oder ein Mausbett oder sowas. Aber ganz ehrlich, jeder braucht irgendwie auch eine Waschmaschine zu Hause. Wir haben ja gesagt, okay, wir überlegen uns. Wie er sich das aus den Fingern überlegt. Okay, wir holen niemand Geringeres als den Weltmeister hier hin. Der muss, und das war der Clou dahinter, genauso lange wie die schnellste Waschmaschine der Welt in einem Modus 46 Minuten lang gegen Fans vor Ort antreten. Jetzt. Da ist es! Da ist es! Boah! Stark gemacht. Hut ab. War gut. War richtig stark. Gut aus. Aber ich habe sogar eine ganz gute Taktik, und zwar erst mal ein bisschen runtergehen und ganz viel in der Mitte wegmachen, damit die alle schön durchfallen. Ob ihr oben links seid, frage ich. Den Kartoffeln hier rausnehmen. Aber ansonsten hier, Crazy Joe, wir haben uns in der Indie-Arena-Booth getroffen. Oh, und jetzt kommt eines der interessantesten Dinger dieser ganzen Veranstaltung war, wie wir einen ganz bestimmten User kennengelernt haben, den wir im Verlauf dieses Events immer wieder getroffen haben. Der war dann auch da. Also ihr werdet das jetzt gleich sehen in dem Zusammenschnitt. Ah, nee. Die Person, die ich blind angechattet habe, ich kann ihn direkt anschlagen. Crazy Joe 60. Invite to Party. Oder ja, und dann was macht ihr dann? Trinkt ihr dann Bier oder? Mal sehen. Ja. Hey, kann das sein? Nein. Oh, wirklich? Wie lustig. Nein. Das wäre. Ach, wie geil ist das denn jetzt? Ernst? Hast du das? Schreib nochmal. Das ist ja. Das ist ja geil. Wie gefällt euch das Experian? Ja, ist cool. Und da ist er jetzt, ganz außen. Oh, sehr schön, freut mich. Und kennen wir uns? Er ist Crazy Joe. Wir haben Crazy Joe hier. Ist das Crazy Joe aus dem Chat? Wir haben Crazy Joe. Crazy Joe! Dennis, sag mal, und der war halt 12 oder so. Hallo Crazy Joe, schön, dass du da bist. Ja. Wundervoll. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein bisschen mehr Glück als ihm. Nein. Spaß, aber du hast ja den Pro-Vorteil. Crazy Joe ist da! Crazy Joe? Geil, Alter. Das ist die Community. Jetzt, das ist nicht deine Runde. Das ist die Experian-Community. So weit ist das denn jetzt. Zu deiner rechten, liebe Kamera, siehst du die wunderschöne Xbox Series X. Genau. Hier sind immer so ein paar Leute, die wollen die fotografieren. Das ist ja auch verständlich, ja, weil es ist das erste Mal, dass man die so richtig sich angucken kann für viele Leute. Also die Series X ist natürlich nicht funktionsfähig, die da steht. Noch nicht. Die wird dann wahrscheinlich ziemlich bald ausgetauscht, nehme ich mal an. Ich war auch überrascht. Ich habe mir die erst größer vorgestellt, aber im Vergleich zu unserem PC hat man gesehen. Ihr seht, ist die ein bisschen größer geworden als das Original.
Hat aber so ungefähr ähnliche Leistung. Das ist zwar ein Windows-PC, aber es ist ein sehr schönes Gehäuse geworden, was dem Ding ähnelt. Das haben wir halt extra genommen, damit man auch so ein bisschen merkt, dass die Challenge natürlich auch ist, das alles in so einen Formfaktor reinzuquetschen. Ne? Über 16 sind, dürfen wir hier runtergehen. Ne? Bist du über 16? Ja. Gut. Dass du die Möglichkeit hast, auch wirklich mal die Headsets zu testen, also aufzusetzen, zu gucken, wie passen die Gaming-Area. Guck mal da so rüber. Siehst du mal, das sind alles Tausende, naja, gefühlt Tausende von PCs, die man einfach alle benutzen darf. Aber lass uns doch mal jetzt dahin gehen, wo wir eigentlich alle hinwollen, nämlich in die Streaming-Area. Genau, also wir haben hier komplett ausgestattete Streaming-Plätze mit Greenscreen, mit Elgato Keylights dabei, mit Stream-Decks zum drauf rumdrücken und so weiter und so fort. Die kann man sich quasi freischalten lassen hier und dann kann man hier hinkommen, wie die Jungs, die wir... Das ist übrigens der Tobi, der dann mir dieses Iron Harvest-Spiel gezeigt hat. Der hat da nämlich mit der Spiele-Community noch einen Stream gemacht, weil die da nämlich gleichzeitig unten im Keller, also da auf dieser Gaming-Area unten, eine Meisterschaftsserie gespielt haben, eSports-mäßig, in Iron Harvest. Und das haben die alles von da aus gemacht und dann kam er ja hoch und hat nochmal das Spiel auf der Bühne präsentiert. Weil wir laut sind. Und ja, die müssen jetzt damit leben. Und einfach seinen eigenen Stream anschmeißen und hier loslegen. Und das ist, finde ich, super cool. Vor allen Dingen für Leute, die das noch nicht so oft machen oder am Anfang sind und überlegen, ob sie richtig anfangen sollen. Was habe ich denn da für einen Popel auf der Maske? Hätte mir auch mal jemand sagen können. Dass da so ein Fussel drauf ist. Guck mal, ich bin im Stream. Wuhu! Und du hast den Greenscreen hier, ne? Also ja, eben. Mit der Ausleuchtung und dem Greenscreen kannst du halt wirklich ganz entspannt hier dein Setup aufbauen. Und hier ist so ein sehr gesundes Lordosekissen mit dran. Das stützt hinten deine untere Wirbelsäule ab. Das ist bei längeren Sessions sehr, sehr wichtig. Also. Ich finde, wir halten die Kamera noch ein bisschen auf Trab. Ich gucke hier noch mal so ein bisschen rum, was noch so geht. Ja, also Leute, wenn wir jetzt schon mal unterwegs sind. Wer ist denn, wenn Mero jetzt nur noch das sagen darf, was wir sagen? Nein, das machen wir nicht so. Wenn ich du wäre, Mero. Ich soll euch mal kurz fragen. Geht's euch gut? Ja, am besten zu ihm. Ja, mir geht's auch gut, danke. Sag bloß nicht Ihnen, weil sonst fühle ich mich derbe. Frag ihn mal, wie alt. Und alt. Okay. Frag ihn mal bitte, wie alt er dich schätzt. Ich soll dich fragen, wie alt du mich schätzt. Oh! Ja, stimmt. So, danke dir. Da sind dann noch ganz viele Leute. Guck mal hier, Fall Guys. Wir haben heute noch keinen Fall Guys im Stream gehabt. Guck mal. Kannst du dir ein bisschen Druck machen? Kannst du sagen, dass das gerade live im Fernsehen übertragen wird? Du bist live im Fernsehen. Auch, ne? Wie geht's dir? Oh mein Gott. Sehr gut. Mero. Mero, mach ihm den PC aus. Was soll ich machen? Hört er das? Nein, ne? Ja, hört er. Mach ihm den PC aus. Aber erst wie viele Kronen hast du schon geholt? Das ist meine allererste Runde überhaupt. Dreh dich mal auf. Was kommt da jetzt? Kommt Kaffee? Nein. Ah. Monats! Dankeschön. Lass die nicht fallen. Ich hab eine Idee. Boah, Alter. Den rechten will ich haben. Ist in dem linken denn eine Füllung oder nicht? Ja, ist. Und weil Dennis und Jens so frech zu mir waren, habe ich denen die nämlich nicht mitgebracht, die Donuts, sondern habe sie Stylus und Phalaxi gegeben, den beiden Streamern, die da gerade saßen, die eigentlich auch Warzone-Pros sind, mehr oder weniger, und dann da aber auch Vorgeist mit den Leuten gespielt haben. Und da waren Jens und Dennis richtig sauer, dass ich einfach ihre Donuts dann verschenkt habe, obwohl die genug hatten an dem Wochenende. Das war schon, okay, schade. So, ihr seht, wir hatten eine Menge Spaß im Experience diese drei Tage und ich hoffe einfach, ich glaube, wir alle hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder normal zur Gamescom zusammenkommen, aber ich glaube persönlich, ich werde dann, glaube ich, ganz viel Zeit einfach auch im Experience bleiben und dann nur ab und zu mal rüberlaufen zum Messegelände. Ich hoffe, ihr kommt auch mal vorbei. Schreibt mir unbedingt, wie ihr die Gamescom dieses Jahr fandet, was ihr findet, was man jetzt mitnehmen kann, damit sie nächstes Jahr wieder besser wird und größer und interessanter vor allen Dingen. Und schreibt mir auch, wenn ihr sie überhaupt nicht vermisst habt. Das finde ich nämlich genauso interessant. Alles klar, bis zum nächsten Mal und ciao. Beabsicht, weil Josef will das ciao.